Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield und dem Live-Let's Play aus dem Stream auf Twitch am Samstagabend. Und ja, wir sind ja das letzte Mal hier den Freestar-Rangern beigetreten und haben jetzt hier noch eine Quest und die müssen wir jetzt erledigen, denn vorher lässt diese nette Dame uns nicht in Ruhe. Deswegen beißen wir einen sauren Apfel und machen als erstes die Mission, weil sonst ziehe ich irgendwann keine Ahnung, wie viele Leute hinter mir her. Die Piraten hatten mit leichter Beute gerechnet. Die ich gar nicht hinter mir herziehen möchte. Nach Einbruch der Dunkelheit darf man die Stadt nicht mehr verlassen. Alles klar. So. Scheint auch ein bisschen eine größere Aktion zu sein, zu der wir jetzt gehen. Von daher bin ich mal gespannt. Ist noch völlig neu für mich, noch nie gemacht. Ich freue mich drauf. Denn ich habe ja jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal schon neu anfangen müssen. Und immer das Gleiche zu machen, ist irgendwann echt langwierig. Umso mehr freut man sich dann natürlich, wenn man mal wieder was machen kann, was man noch nicht kennt. Ja, im Stream haben wir natürlich schon viele Dinge jetzt auch schon gemacht, doppelt gemacht. Aber es bleibt sich halt leider nicht aus. Nicht an Bord. Von daher sehen wir im Stream manche Dinge auch zweimal. Ich wollte eigentlich nur die Treppe hoch. Danke. So. Warum geht sie eigentlich immer hier links von der Treppe? Ach so, rechts ist die andere Treppe. Ein bisschen unglücklich mit der Luke hier, aber egal. Wir werden es überleben. Ich hätte ja auch einfach R drücken können, nicht wahr? Habe ich denn irgendwelche Dinge in mir, die ich nicht... Hallo! Aber auch nur 14 Schuss für die. Dann packe ich die erstmal weg. Die habe ich auch vergessen, in der Loge zu lassen. Oh. Also Stil haben sie schon, ne? Muss man ihnen lassen. Na, ich mach das ohne. Also, anziehen können sie. Dann müssen wir auch irgendwann noch der UC beitreten. Dann müssen wir dann auch noch die Aufnahmeprüfung machen. Habe ich jetzt eigentlich diese 5 Bücher da verkauft? Ja, ne? Für die Liz? Naja, egal. Ja, mich habt ihr jetzt bestimmt in meinem Verkaufsraum mitverkauft. Diese Werbeprospekte für die Liz. So. Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Ich bin gespannt. Wir sind wieder im Orbit. Was? Man kann Waffenschränke im eigenen Haus oder Außenposten stellen und da ausstellen? Ach ja. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Außenposten hatte ich bis jetzt noch nicht wirklich. Montara Luna. Da waren wir auch noch nicht. Wieder viele neue Dinge. Freestar Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten. Alles klar. Jo. Ich wüsste gerne, wo im System wir uns befinden. Danke. Ah, es ist schon noch Cheyenne, aber nur ein anderer Planet davon. Alles klar. Geschlossen. Landefreigabe erteilt. Also gleiches System. Erstmal scannen. Hier haben wir die Farm. Da landen wir mal. Hm.
Okay, also kann man die Waffen durchaus schon ausstellen. Oh, wow. Warum landen wir denn nicht rechts auf dem Landepad? So weit draußen könnte ich nicht leben. In New ich Atlantis schon. Ist es behaglicher. Der Kull hat einen Ball. Boah, hier ist es ja voll schön. Schön habt ihr es hier. Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox. Das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert? Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen, haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies, also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Mhm. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Okay. Sie waren zu viert, aber als sie gegangen sind, habe ich sie reden hören. Da klang es, als wären noch mehr in der Nähe. Interessant. Gibt es einen Grund, warum Sie ausgerechnet an dieser Farm Interesse haben könnten? Mir fällt nichts ein, nein. Ehrlich gesagt, machen wir gerade harte Zeiten durch. Die letzte Ernte war die schlechteste seit langem. Und das Land hier ist auch nicht gerade knapp. Es gibt genug für alle. Eben. Sahen wie Soldaten aus, sagst du? Ganz genau. Die Uniformen sahen aus wie die von den Freestar-Soldaten damals im Krieg. Interessant. Die Augen waren irgendwie hart. Wie aus Stahl, als wären sie Gewalt gewohnt. Ich hatte Angst um mein Leben. Wenn sie vorhaben, wiederzukommen, müssen sie irgendwo hier in der Nähe sein. In den Canyons. Da sind sie hingegangen. Okay. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ah, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Also, gehen wir uns die Canyons ansehen. Nun, Deputy... Ich denke, es wird Zeit, dass du vorangehst und uns zeigst, was du kannst. Ganz genau. Ist schon klar, dass ich dann vorgehen soll. Was ist schön hier. Ist aber ein Riesenhof. Big Bang Party, Pew Pew. Der Chat freut sich schon. Oh, Stiefelspuren führen in den von dir liegenden Canyon. Stiefelspuren. Alles mehrere klar. Paar, wie es aussieht. Und nicht sehr alt. Gehen wir runter in den Canyon. Vielleicht finden wir noch mehr. Ist still hier draußen. Das ist schön. Mal was anderes als Aquila City. Ja, mir gefällt es hier echt ganz gut, muss ich sagen. Ist es wirklich eine gute Idee, in diese Canyons zu gehen? Och, bestimmt. Sieht gefährlich aus. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Als Kind war ich ständig auf Erkundung, habe Karten gezeichnet. Mit den Canyons hätte ich mich monatelang beschäftigen können. Ich hätte mir jeden Winkel angesehen. Bereithalten! Oh, man hat hier sehr wenig Schwerkraft. So sehen die also von innen aus. Ei! Von innen? War das jetzt dein Ernst? So sehen die also von innen aus. Ich hasse Gewalt, aber die Pflicht geht vor. Hm.
Ich weiß ja auch nicht. Hinter euch. Habt ihr ein Problem? So wieder? Aber scannen kann ich nicht, schade. Mein Entdeckerherz schlägt direkt höher. Schon wieder Stiefelspuren. Okay, ab in die Richtung. Wir sind wohl auf der richtigen Fährte. Stimmt. Der Planet ist wirklich schön. Ja, ich weiß, aber das Ding guckt auf uns. Wir haben mal Überreste. Ja, geht schon mal vor. Ich komme dann nach. Oh, es war ein Farmer. Oh Mist. Überprüf lieber deine Munitionsvorräte. Wir sind nicht das Einzige, was durch diese Canyons streift. Schon klar. So. Ja, jetzt haben wir natürlich auch gerade noch das Pech, dass Nacht ist. Dass da aus, als wenn da irgendwas in der Erde sei. Wow, die kommen echt aus der Erde. Ich schmeiß wieder Bomben, sag ich schon, Granaten. Also seitdem ich selber eine Granate ins Inventar getan habe, hat sie Spaß. Oh oh. Hat sie Spaß mit Granaten. Und die haben hier Spaß mit Minen. Aber... Noten werden die automatisch gescannt. Ah, okay. In Deckung! In Deckung! Hey! Oh. Können die sich porten? Die Viecher sind echt nicht ohne, ne? Was ist denn das? Wer da, Mann da? Oh! Oh, bald. Okay. Ja, es tut mir leid. Okay, die Spuren führen nach links. Sie sind definitiv hier lang gekommen. Hoffentlich sitzen sie nicht mit Scharfschützengewehren oben auf den Wänden des Canyons. Vorsicht, da kommen gleich Viecher. Oh, shit. Ich guck halt gar nicht auf die Minen, ne? Mann, ich müsste mal ein bisschen vorsichtiger sein, ey. Ich merk's immer erst dann, wenn's piep, 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 piep macht. Ist schön, mal unter freiem Himmel zu sein.
Als Mutter bin ich nicht mehr so oft im Feldeinsatz wie früher. Ah, okay, alles klar. Hab ja ein Problem. Oh oh. Oh oh. Oh. Okay. Viel Spaß damit. Around ihre Granaten, ey. Wow. Oh, nicht sie, Komm nur her. Was macht sie denn da vorne? Wow, du kannst doch nicht... Das stinkt extrem. Ja. Gute Frau, du kannst doch nicht in Nahangriff, Nahkampf gehen, Nahangriff. Kannst du nicht in Nahkampf gehen? Bei den Viechern, meine Güte. Die Pferdamanda finde ich lustig. Was haben wir hier? Aluminium. Direkt mal ein bisschen hier mitscannen, ne? Wow, 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 wow. Dass hier alles im Boden ist, meine Güte. Ich will auch nur Blumen scannen, ey. Wir müssen hier lang, Ladies. Ja, es sieht alles so steinig aus, ne? Und dann kommen diese Bratten hier aus dem Boden. Oh, ich habe wieder Fußspuren überrannt. Moment. Und achte wieder gar nicht auf Minen. Du bist ein Naturtalent im vierten Lesen. Naja, es ist jetzt hier auch nicht wirklich schwierig, Ladies. Guck mal, da sind Minen. Kann ich die abschießen? Okay. Hey, immerhin habe ich mal Minen gesehen. Das sind keine, ne? Nee. Ich wage nur zu bezweifeln, dass wir jemals wieder da hochkommen. Riechst du das? Ich verwette meine Marke, dass das ein Lagerfeuer ist. Sie sind ganz in der... Vorsicht! Dieses Nadelöhr eignet sich perfekt für einen Hinterhalt. Wie wäre es, wenn wir einfach eine Granate reinwerfen? Sarah? Soll ich jetzt einfach erschießen oder was meint ihr? Wo sind jetzt die andere Dame hier? Oh oh. Was ist denn jetzt der Plan? Speichern. Das ist ein guter Plan. Was ist denn jetzt hier Phase? Soll ich einfach mal einen Haufen sammeln oder was? Oder reden.
Ist denn das da oben überhaupt? Einfach volles Met rein, meint ihr? Hey, schieß lieber auf echte Gegner, okay? Ach so, das sind keine echten. Die wieder mit ihrem... Grobian? Heißt ernsthaft Grobian? Oh, ich habe ihm gerade in den Hintern geschossen. Irgendwie. Mein Kopf. Die andauert mit ihrem Nahangriffen da, das macht mich kirre. Du bist lächerlich. Die steht permanent im Weg. Null, weil mir ständig irgendeiner von denen in der Bratze steht. Das wird böse für dich enden. Guck mal, ich krieg kein Trefferzeichen. Du bist tot, hörst du? Also kein Hitmarker. Das war deutlich heftiger als erwartet. Ja, ist ja kein Wunder, wenn du die ganze Zeit in den Nahkampf gehst, Miller. Was stimmt denn mit dir nicht? Du kannst doch nicht hier reinrennen und einfach mit dem Messerchen auf die losgehen. Das ist doch nicht normal, Frau. Das kannst du doch nicht machen. Bulletproof-Sträucher. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Ist die Slate-Job erledigt. Okay, machen wir gleich. Bourbon können sie behalten. Nierenschale. Ach ne, es war ein Bier. Bier können sie auch behalten. Sind alles neue Items? Ja, das Pilsener Dörfer. Bulletproof-Sträucher, ja. Credits und Klebstoff. Die schnüffeln hier Klebstoff. Aha, aha, aha. Holzschneider. Oh, da haben wir ein Heftchen liegen. Kritische Treffer mit ballistischen Waffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Nice. Gönnen wir uns doch. Eine Ripshank? Ah, das ist ein Messer. Ah, 3200 Schlag mich tot Credits. Okay. Ritzner, oh je, das, oh je. Da könnte sich ein genauer Blick lohnen. Ja, hab schon. Ah, die schnüffeln Kleber und spritzen sich sonst was hier, die Typen, ey. Man hat hier sehr wenig Schwerkraft. Leichte Teilchen zu nehmen. Was haben wir hier? Hühnchen, Apfel. Sehr viele waren das nicht. Was mich nur stört, ist, dass man kein Trefferfeedback kriegt irgendwie. Ein bisschen mäh. Weil ich meine, noch genauer auf den Zielen kann ich nicht. Und es war ja eigentlich nichts im Weg, bis auf den Busch. Oh, nice. Irgendwas auf dem Scanner? Ja, Büsche.
Bulletproof-Büsche. Die Hitboxen sind teilweise echt ungünstig. Ja, ist irgendwie, keine Ahnung. Und vor allen Dingen, ich schieße ja eh schon nicht gut. Also ich bin ja jetzt nicht hier in der Meisterschütze. Da ist ja ein bisschen froh, wenn du mal was triffst. Und dann hast du da so einen Strauch dazwischen stehen. Der sagt, nope, kommst hier nicht durch. So, dann lesen wir jetzt erstmal die Slate Job erledigt. Gut. Mein Kontakt in der Firma hat geliefert, ich habe dein Schiff. Habe es mir direkt in der Fabrik unter den Nagel gerissen. Sehr peinlich für Hopetech. Sobald die Credits auf meinem Konto sind, setze ich es an der vereinbarten Stelle ab. Falls du in Zukunft noch mehr Schiffe brauchst, sag Bescheid. Für solche Jobs bin ich immer zu haben. Sprich mit Emma. Dass sie nur in den Nahkampf geht, ey. Eine Knarre dabei ist aber Ranger. Guck dir das mal an, bitte. Hm. Was haben wir denn hier alles? Hm. Interessant. Hm. Ihr Schiff wurde also aus der Hopetech-Fabrik gestohlen. Scheint so. Wer auch immer das war, muss ein unfassbar guter Schiffsdieb sein. Irgendjemand will diese Farm unbedingt haben. Apropos, gehen wir zurück und sagen Wagoner, dass sie erstmal in Sicherheit ist. Okay. Ich hoffe, ich habe hier erstmal alles. So, von hier sind wir irgendwie gekommen. Sehr cool, das hat aber wieder Spaß gemacht. Sind wir nicht hier hochgekommen? Reicht das irgendwo lang? Ah ja. War dann doch richtig. Genau an diesen komischen dicken Dingern hier vorbei. Oh, geht ja auch schon. Wir können aber auch einfach schnell reisen. Ich glaube, in diese Questschiffe kannst du nicht. Ist das schön. Aber das hier sieht jetzt nachts wieder umso schöner aus, ne? Moment kann ich wahrscheinlich eh nicht fliegen, weil mir der Skill fehlt. Die ist am Pennen. Das ist jetzt echt wecken. Wir stehen hier mit drei Leuten in ihrem Schlafzimmer. Michaela? Sorry, dass ich wecke, aber alles erledigt. Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Ja, alles gut. Na, da bin ich aber froh, dass ihr unversehrt seid. Die waren entweder verrückt oder verzweifelt, wenn sie sich mit den Freestar Rangern anlegen. Also, wer waren sie? Und warum wollten sie meine Farm haben? Gute Frage, das wissen wir nicht. Sie haben nicht geredet. Ich weiß also nicht, ob nicht noch mehr kommen. Nee, leider nicht. Dann lege ich mir wohl lieber eine Waffe neben's Bett. Das ist eine gute Idee. Ich kann dir gar nicht genug danken.
Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Ja, es wäre doof. Dankbarkeit ist gut, Credits sind besser. Nein, wir machen unseren Job. Klar. Trotzdem bin ich euch dankbar. Gerne, gerne. Wenn du Probleme hast, melde dich einfach. Genau. Wir sind im System, also können wir schnell jemanden schicken. Okay, Deputy. Zurück zum Turm. Wir müssen dem Marshall Bericht erstatten. Alles klar. Direkt zwei Errungenschaften bekommen. Gut, und die Folge ist auch rum. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.